Ich begrüße Sie zu den Nachrichten hier bei Welt. Herzlich willkommen. Und wir beginnen gleich mit einer Eilmeldung, die uns gerade eben erreicht hat. Bundesinnenminister Horst Seehofer versetzt den umstrittenen Verfassungsschutzpräsidenten, den ehemaligen Hans-Georg Maaßen, mit sofortiger Wirkung in den einstweiligen Ruhestand. Das erfuhr die Deutsche Presseagentur soeben aus Sicherheitskreisen in Berlin. Maaßens bisheriger Stellvertreter Thomas Haldenwang soll vorläufig die Aufgaben des Präsidenten übernehmen, bis zeitnah über die Nachfolge des Mannes entschieden werde, heißt es weiter. Und wir schauen jetzt gleich mal auf die Pressekonferenz im Bundesinnenministerium. Dort müsste uns das Bild jetzt mittlerweile auch vorlegen. Hier sehen wir es. Dort wird also Innenminister Horst Seehofer dann gleich etwas über die Zukunft des Verfassungsschutzpräsidenten sagen. Zum Hintergrund, da gab es eben eine Rede, die Maaßen vor circa 2 Wochen gehalten hat, intern in seiner Behörde, die Abschiedsrede. Und da muss er dann schwer über die SPD hergezogen sein und da einige Äußerungen von sich gegeben haben, die politisch also nicht mehr zu tolerieren sind. Sprechen wir darüber mit Michael Wüllenweber, denn der steht vor dem Bundesinnenministerium. Michael, vielleicht kannst du uns noch mal erläutern, was Hans-Georg Maaßen da im Detail gesagt hat, was ihm jetzt eben so auf die Füße fällt. Ja, der Hauptvorwurf ist eigentlich, dass er von linksradikalen Kräften spricht innerhalb der SPD, die die GroKo ja auch zu Fall bringen wollten und von denen er sich offensichtlich dann auch gehetzt fühlte. Und das hat er in einer Rede gesagt, die dann auch auf dem Account gestellt wurde, ins Intranet des Bundesverfassungsschutzes, also quasi öffentlich damit auch. Und der Bundesinnenminister, denke ich, der musste darauf dann auch wohl reagieren. Angeblich, so wird zumindest auch vermutet, hat Maaßen damit eigentlich auch die Versetzung in den einstweiligen Ruhestand provozieren wollen. Und wir sehen hier Bundesinnenminister Horst Seehofer. Er ist jetzt schon eingetroffen und er wird jetzt gleich etwas sagen. Wir wollen reinhören, wie das genau aussehen wird mit der Zukunft von Hans-Georg Maaßen und der Versetzung in den einstweiligen Ruhestand. Noch eine Minute. Einen kleinen Moment, bis der Bundesinnenminister soweit ist. Da werden letzte Absprachen getroffen. Die Fotografen dürfen hier noch Bilder machen. Aber das, was eben schon durchgedrungen ist nach außen, ist also, dass der Innenminister jetzt gleich verkünden wird, dass er Hans-Georg Maaßen in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Einige Oppositionsparteien, die Grünen zum Beispiel, die hatten den sofortigen Rauswurf Maaßens gefordert. Das hätte juristisch ganz andere Hintergründe, aber wir hören jetzt die Details. Herzlich willkommen hier im BMI zur heutigen Pressekonferenz. Minister Seehofer wird ein Statement abgeben zur Leitung des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Im Anschluss sind Fragen erlaubt und maximaler Zeitraum ist eine halbe Stunde. Meine sehr verehrten Damen und Herren, mit Schreiben vom heutigen Tag habe ich den Herrn Bundespräsidenten gebeten, Herrn Dr. Maaßen, Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, in den einstweiligen Ruhestand zu versetzen. Entscheidender Anlass dafür ist der Inhalt eines Redemanuskripts des Präsidenten Maaßen. Dieses Redemanuskript enthält inakzeptable Formulierungen. Vor diesem Hintergrund ist eine vertrauensvolle Zusammenarbeit von ihm mit mir, aber auch mit allen Beteiligten, in welcher Funktion auch immer, nicht mehr möglich. Ich habe daher entschieden, Herrn Maaßen trotz seiner unbestrittenen Verdienste als Mitarbeiter im BMI und insbesondere als Präsident des BFV in den einstweiligen Ruhestand zu versetzen. Ich danke Herrn Maaßen für seine geleistete Arbeit.
Herr Maaßen ist bis zur Entscheidung des Bundespräsidenten heute von seinen Pflichten freigestellt worden. Gleichzeitig ist der Vizepräsident des Amtes, Herr Thomas Haldenwang, gebeten worden, bis zur Entscheidung über die Nachfolge die Aufgaben des Präsidenten wahrzunehmen. Über die Nachfolge von Herrn Maaßen bzw. die Neuaufstellung der Amtsspitze entscheidet das Bundeskabinett. Ich werde dem Bundeskabinett in Abstimmung mit der Koalition zeitnah einen Vorschlag machen. Ich will ausdrücklich darauf hinweisen, dass mir das Signal dieser Entscheidung wichtig ist, nämlich zu einer die sachorientierte Arbeit in der Koalition zu unterstützen und auch voranzutreiben. So, Fragen, Frau Klaßmann. Wir haben ein Mikrofon. Entschuldigung, Sie hatten sich ja zunächst hinter Herrn Maaßen gestellt, auch nach der Innenausschusssitzung. Sind Sie jetzt persönlich enttäuscht, dass er aus Ihrer Sicht jetzt die Grenze überschritten hat? Schauen Sie, ich leite ja seit über 20 Jahren Ministerien bzw. eine Staatskanzlei. Und zu meiner Personalpolitik gehörte immer, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mein Vertrauen haben. Und wenn sie in Schwierigkeiten kommen, auch eine Unterstützung. Wenn aber, wie in diesem Fall, eine politisch abgeschlossene Angelegenheit weitergeführt wird von den Betroffenen und dabei auch Formulierungen verwendet werden, die nicht zu akzeptieren sind, dann muss ich handeln. Und das unterscheidet die Situation jetzt von den letzten Wochen. Ich habe von dem Redemanuskript am Freitag, 2. November, 2. November bei den Regierungskonsultationen in Warschau erfahren. Naturgemäß recherchiert man, lässt recherchieren und deshalb war ich heute in der Lage, auch diese Entscheidung zu treffen. Es geht ja darum, ist es authentisch, ist es zutreffend, ist es verbreitet worden und dann bewertet man es natürlich auch politisch wie juristisch und die Entscheidung habe ich Ihnen gerade vorgetragen. Wir haben heute eine andere Situation als zu dem Zeitpunkt, den Sie angesprochen haben, als ich mit Herrn Maaßen wegen des Bild-Zeitungs-Interviews gemeinsam im Innenausschuss war. Natürlich ist man dann auch ein Stück menschlich enttäuscht. Frau Buschow. Herr Minister, können Sie vielleicht noch mal konkret sagen, was genau Sie inakzeptabel fanden? Weil die Zweifel an der Formulierung Hetzjagd und die Medienkritik, das war ja schon damals in der Formulierung, über die viel gestritten wurde, enthalten. Das hat er wiederholt. Also was war diesmal inakzeptabel? Mich beschweren vor allem drei Felder. Das eine ist, dass er ja im Innenausschuss mehrfach dieses Interview in der Bild-Zeitung bedauert hat, auch so wie es aufgenommen worden ist. Und wenn man es dort bedauert, kann man nicht hier in diesem Redemanuskript wieder diese Dinge so formulieren, wie sie formuliert sind. Von linksradikalen Kräften in Teilen der SPD zu reden, halte ich auch für nicht akzeptabel. Und die ganze Sicherheits- oder Zuwanderungspolitik als naiv und links etc. zu beschreiben, ist aus meiner Sicht auch eine Grenzüberschreitung. Herr Minister, man merkt in Ihrer Verärgerung, hier bin ich, man merkt in Ihrer Verärgerung deutlich an. Herr Maaßen hat gesagt, er könnte sich vorstellen, nach seiner bisherigen Karriere auch eine Karriere in der Politik oder in die Politik zu gehen. Inwieweit wäre denn beispielsweise eine politische Karriere in der CSU für Herrn Maaßen für Sie vorstellbar? Das ist jetzt ein sehr kühner Sprung, aber ich kommentiere die Motivationslage von Herrn Maaßen nicht.
werden Sie auch Verständnis haben. Herr Minister, würden Sie im Nachhinein sagen, selbstkritisch, Sie hätten anders handeln müssen? War nicht absehbar, dass Hamas diese Dinge wiederholt, weil so richtig bedauert hat er ja eigentlich nie, was er gesagt hat, sondern nur, wie es aufgenommen worden ist. Also Frage an Sie, Selbstkritik? Nein, beim besten Willen nicht. Ich habe nicht umsonst nochmal dargestellt, meine menschliche Grundüberzeugung, wie man mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgeht. Ich habe die allermeisten Mitarbeiter, die ich hatte in den letzten 20 Jahren, nicht einmal gefragt, welche parteipolitische Zugehörigkeit sie haben. Weil ich zu jeder Mitarbeiterin, zu jedem Mitarbeiter in einem Ministerium, in einer Staatskanzlei Vertrauen habe. Sonst kann man vernünftig nicht zusammenarbeiten. Und mitunter geraten die Mitarbeiter auch in Schwierigkeiten, meistens ohne, dass sie etwas dafür können. Und dann habe ich mich immer vor die Mitarbeiter gestellt. Wissen Sie, eine Versetzung in den Ruhestand ist ja nicht eine nebensächliche Angelegenheit. Das ist in den Lebenskreis einer Person ein tiefer Einschnitt, der auch rechtlich wohl begründet sein muss. Das kann man nicht einfach aus der Hüfte oder durch Zuruf oder weil es gerade eine politische Diskussion gibt machen, sondern es müssen die rechtlichen Voraussetzungen gegeben sein. Aber genauso wichtig ist, dass man auch persönlich überzeugt sein muss davon. Und jetzt mit diesem Redemanuskript und wesentlichen Inhalten dieses Redemanuskripts bin ich überzeugt, dass dieser Schritt unvermeidlich ist. In welcher Funktion man Herrn Maaßen auch immer jetzt verwendet hätte, anstelle des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Das sind ja alles ganz herausgehobene Positionen, wo man mit den Ländern, mit den anderen Bundesministerien, mit dem Bundeskanzleramt zusammenwirken muss. Und da scheint mir das Vertrauen einfach nicht mehr herstellbar. Sind noch weitere Fragen? Ich stelle fest, nein. Dann möchte ich mich herzlich für Ihr Interesse bedanken und wünsche einen schönen Tag. Ja. Soweit also die Pressekonferenz von Bundesinnenminister Horst Seehofer, der hier nochmal klargemacht hat, dass er also den Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen in den einstweiligen Ruhestand geschickt hat. Und der ist auch bis auf Weiteres von seinen Aufgaben entbunden. Sein bisheriger Stellvertreter Haldenwang wird also jetzt diese Aufgaben übernehmen. Michael Wöhlenweber, der steht vor dem Bundesinnenministerium und hat die Pressekonferenz auch mit angehört. Warum eigentlich der einstweilige Ruhestand, der nach den Verfehlungen, in Anführungszeichen, die es da gegeben hat, eben mit dieser Rede, wo er eben über die SPD hergezogen ist, dann wäre ein Rauswurf doch eigentlich angebrachter gewesen. Warum ist jetzt der Innenminister diesen Weg gegangen? Also könnte man vielleicht meinen, dass das angebrachter wäre, solch ein Rauswurf, aber rechtlich ist es halt nicht so einfach, wie man sich das vielleicht dann gemeinhin wünscht. Er hat ja nicht in die Kasse gegriffen, es gibt keinen Straftatbestand, sondern er ist als politischer Beamter politisch nicht mehr tragbar. Und das ist der Grund für die Versetzung in den einstweiligen Ruhestand. Ich denke, für einen Rauswurf sozusagen werden die rechtlichen Voraussetzungen also nicht gegeben. Aber wir haben es bei Horst Seehofer ja schon bemerkt, er ist auch menschlich zutiefst enttäuscht. Und was er ja gemacht ist, das ist eine Versetzung ab jetzt sofort. Und das könnte man natürlich dann in Allgemeinsprache übersetzen. Ja, das ist das Härteste, was er jetzt zur Verfügung hatte. Also man könnte es dann auch als Rauswurf formulieren. Hochkantig, wenn es dann am Ende auch nur eine Versetzung in den einstweiligen Ruhestand juristisch ist. Michael, wir haben vorhin auch die Pressekonferenz von Grünen-Chef Robert Habeck mitverfolgt. Und der hat gesagt, nicht nur der Maaßen, der soll seinen Hut nehmen und sofort gehen, Horst Seehofer auch. Wie weit hat sich der Druck auf den Innenminister durch diesen heutigen Tag oder die Entwicklung vom Wochenende weiter verstärkt?
Naja, der Druck, der ist ja da und der wird natürlich dadurch nicht schwächer. Und dass es diese Forderungen natürlich aus den Reihen der Opposition gibt, das ist völlig klar. Viel gefährlicher ist natürlich für Horst Seehofer, wie wird es dann auch in der eigenen Partei aufgenommen. Und gemeinhin wird ja eigentlich dann auch in Bayern erwartet, dass Horst Seehofer sich erklären wird. Es wird ja darüber spekuliert, kommende Woche dann auch schon. Und das, was erwartet wird, ist ja dann auch ein Rücktritt Horst Seehofers. Wir wissen es natürlich derzeit nicht, aber die Stimmung in der CSU offensichtlich, so wie wir sie hier wahrnehmen, ist gegen ihn. Michael, vielen Dank für diese Einordnung zur Pressekonferenz im Bundesinnenministerium. Dankeschön. Das Thema beschäftigt uns aber weiter. Bei mir im Studio ist jetzt der Co-Parteivorsitzende der AfD, Jörg Meuthen. Schön, dass Sie die Zeit gefunden haben, heute an diesem wichtigen Tag auch zu uns zu kommen. Über die Causa Maaßen würde ich gerne noch ein bisschen weiterreden. Horst Seehofer, der wurde ja gerade eben gefragt, ob er sich vorstellen könne, dass Maaßen in die CSU eintritt. Da hat er sich nicht dazu äußern wollen. Haben Sie denn schon das Parteibuch bereitliegen? Würden Sie ihn nehmen? Also, wir haben eine ausgezeichnete Meinung von Herrn Maaßen. Für uns war immer klar, er ist ein vorbildlicher Beamter. Er benennt die Wahrheit. Dafür hat er sehr viel Prügel einstecken müssen. Zu Unrecht, wie wir meinen. Wir sind eine demokratische Rechtsstaatspartei. In einer demokratischen Rechtsstaatspartei wäre Herr Maaßen selbstverständlich hochwillkommen. Aber hat er wirklich immer die Wahrheit gesagt? Ich meine, daran hat sich das ja auch entzündet, die ganze Kritik an seiner Person. Da ging es um dieses Video, wo eine angebliche Hetzjagd zu sehen war. Er hat das in Zweifel gezogen. Aber es gab ja außer diesem Video eben auch Zeugenaussagen. Es gab Journalisten, die gesagt haben, sie haben eins auf die Mütze bekommen. Dass es an mehreren Stellen in der Stadt eben dann wirklich Krawalle gegeben hat. Dann ist dieses jüdische Restaurant, das davon Gewaltbereiten angegriffen worden ist. Da sind sogar Schüsse gefallen. Da sind Journalisten auch aus dem Treppenhaus runtergeschmissen worden, eben in diesem ganzen Umfeld. Da kann man doch nicht als Verfassungsschutzpräsident hingehen und kann sagen, ja, das interessiert mich alles nicht. Da gab es keine Hetzjagden. Also die Sachverhalte, die Sie jetzt benennen, sind mir jedenfalls nicht bekannt. Herr Maaßen hat Bezug genommen auf die Bilder, die im Fernsehen geliefert wurden. Und das ist das immer wieder gleiche kurze 13-Sekunden-Video. Und er hat völlig zutreffend gesagt, daraus kann man keine Hetzjagd ableiten, auch keine Zusammenrottung. Das heißt, er hat auf den Sektor Rückgriff genommen, der offenkundig zutage lag. Und er hat dazu vier dürre Sätze gesagt, die für meine Begriffe außer Zweifel stehen. Er hätte sie natürlich aber nachträglich auch noch mal ein bisschen spezifizieren können. Hätte er auch machen können. Aber noch mal auf die Parteizugehörigkeit. Herr Maaßen hat ja gesagt, er will in die Politik gehen. Haben Sie denn belastbare Informationen dazu, dass er eben bei Ihnen dann wirklich sich einschreiben will? Nein, ich habe überhaupt keine Informationen dazu. Das ist auch Herrn Maaßens Sache. Das wird Herr Maaßen sich sicherlich gut überlegen. Wenn ich es richtig mitbekommen habe, hat er gesagt, er könnte sich vorstellen, in die Wirtschaft oder die Politik zu gehen. Herr Maaßen ist sicherlich in einem Alter, wo er keinerlei Lust verspürt, jetzt in endgültigen Ruhestand zu gehen. Und so er Interesse daran hat, politisch bei uns mitzuarbeiten, kann ich nur sagen, wäre er uns selbstverständlich willkommen. Und er wäre dann möglicherweise nicht nur ein ganz einfaches Parteimitglied, sondern könnte auch dann eine besondere Funktion bei Ihnen bekommen, aufgrund seines Hintergrundwissens, das er hat. Also jeder Mensch, der bei uns eintritt, ist erstmal gleich, mit gleichen Rechten Parteimitglied. Das müsste man dann sehen. Aber ich glaube, das ist ein völlig spekulativer Punkt. Da muss Herr Maaßen selber wissen, ob er daran Interesse hat. Ich kann nur sagen, wenn von seiner Seite aus Interesse bestehen sollte, dann wäre er uns hochwillkommen, ganz klar. Jetzt ist Ihre Partei ja auch ein bisschen in Anführungszeichen in die Krise geraten durch eine mögliche Überwachung durch den Verfassungsschutz. Das ist also zumindest im Gespräch, sagen wir es mal vorsichtig. Sie haben jetzt selbst, Ihre Partei hat selbst ein Gutachten in Auftrag gegeben. Und das ist jetzt wohl so interpretiert worden, als dass aufgrund dieses Gutachtens eine Beobachtung nahegelegt werden könnte oder für ratsam erachtet würde. Ärgern Sie sich jetzt, dass Sie so ein Gutachten in Auftrag geben? Nein, es ist eine Fehlinterpretation. Das Gutachten in Auftrag zu geben, war völlig richtig. Es zeigt im Grunde genommen, dass wir die Situation sehr ernst nehmen, dass wir uns dagegen auch wappnen. Wir sind der festen Überzeugung, dass eine Verfassungsschutzbeobachtung unserer Partei völlig ungerechtfertigt ist, rein politisch motiviert ist und dass es rechtlich dafür keine Grundlage gibt. Insofern
dieses Gutachten, was Herr Moorswijk, der das Gutachten erstellt hat, hat gestern eine Pressemitteilung dazu rausgegeben und hat sehr klar gesagt, also was man da unterstellt, dass ich quasi eine Beobachtung der AfD nahegelegt habe, das steht in dem Gutachten in keiner Weise. Misslicherweise wird es aber dennoch medial so kolportiert. Es gibt andere Staatsrechtler, zum Beispiel den Joachim Wieland, der genau das Gegenteil eben sagt. Und vom Tenor her geht es eben darum, klar, es sind vielleicht nur einzelne Köpfe, die sich da verfassungsbedenklich oder nicht grundgesetzkonform geäußert haben. Aber wenn das eben Funktionäre machen, dann muss ich die Partei als Gesamtes das zurechnen lassen. Und da gibt es ja nun einige Äußerungen, also dann von Herrn Höcke zum Beispiel oder auch Herr Gauland, der da in der Vergangenheit stark in die Kritik geraten ist. Müssen Sie da nicht dann doch irgendwie darauf reagieren und dann irgendwo sagen, so geht's nicht? Also wir sind immer und völlig klar an politischer Hygiene interessiert, in wohlverstandenem Eigeninteresse. Wir haben aber ein hohes Gut, grundgesetzlich geschützt, das ist Meinungsfreiheit, Artikel 5 Grundgesetz. Darauf pochen wir sehr stark und wir legen Meinungsfreiheit sehr weitgehend aus. Und das heißt, in unserer Partei kann vieles gesagt werden, solange es nicht in Widerspruch gerät zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Darauf lege ich äußersten Wert. Solche Äußerungen dulden wir nicht. Und damit bewegen wir uns innerhalb des Verfassungskontextes jederzeit. Was man übrigens für andere Parteien nicht uneingeschränkt sagen kann. Dazu eben dann der Vogelschiss in 1000 Jahren deutscher Geschichte oder eben das Mahnmal der Schande mitten in Berlin. Das sind ja Äußerungen aus Ihrer Partei. Denken Sie auch, das ist gedeckt durch das Grundgesetz? Absolut und uneingeschränkt, ja. Ich muss die Äußerungen deswegen nicht für glücklich halten, aber es sind mit Sicherheit keine Äußerungen, die außerhalb der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen. Sie können natürlich damit aber auch Rechtsradikalen weiteren Vorschub leisten oder dass die sich halt gestärkt fühlen, dass eine Partei, die im Bundestag vertreten ist, eben auch solche Ansichten vertritt. Schauen Sie sich mal an. Mahnmal der Schande ist ja schon, das sind die Holocaust-Opfer. Mahnmal der Schande ist schon harter Tobak. Ich mache mir diese Äußerung auch nicht zu eigen. Übrigens gibt es verschiedene Interpretationen dessen. Wenn man es interpretiert als Mahnmal der Schande deutscher Geschichte, so ist es sicherlich Schande deutscher Geschichte, diese unseligen 12 Jahre. Ob man es so widersprüchlich formulieren muss, darüber kann man sicherlich trefflich streiten. Ich will aber auch darauf aufmerksam machen, dass meine Partei strikt auf Rechtsstaatlichkeit basiert, dass wir das Gewaltmonopol des Staates uneingeschränkt anerkennen und dass das zum Beispiel bei SPD und Grünen nicht der Fall ist. Denn wo sind die Distanzierungen von SPD und Grünen, etwa von der interventionistischen Linken oder von der Antifa? Das sind gewaltaffine Organisationen, die gehen bis an Terror hinein. Aber jetzt auch nicht mit den Grünen oder mit der SPD in direkter Verbindung stehen. Aber die arbeiten selbstverständlich zusammen, das kann ich Ihnen belegen. Nehmen Sie das Bündnis Aufstehen gegen Rassismus und dann schauen Sie mal, wer da drin ist. Da ist Frau Barley drin, da ist Frau Schwesig drin, da ist Herr Stegner drin, da ist Herr Özdemir drin, Herr Hofreiter, Frau Göring-Eckardt und da ist die Intervention Linke. Das sind die, die halb Hamburg zerlegt haben anlässlich des G20-Gipfels. Wo wird da eigentlich genau hingeschaut? Dann müsste man doch da auch mal nach Verfassungsschutz beobachten. Das ist vielleicht ein Thema, das wir noch an einer anderen Stelle noch mal diskutieren. Vielleicht noch mal ganz kurz jetzt in der Union, also der CDU, gibt es eben jetzt einen Führungsstreit, einen neuen Parteichef oder Chefin wird da eben jetzt gewählt. Macht Ihnen das Sorgen, dass da möglicherweise, wenn jetzt Herr Merz zum Beispiel die Wahl gewinnen sollte, rein hypothetisch, dass man Ihnen dann Wähler abgreift? Überhaupt nicht. Ich höre das immer. Wir müssten jetzt hochgradig besorgt sein. Nein, ich glaube, die CDU hat unter 13 Jahren Merkels Kanzlerschaft und 18 Jahren Parteivorsitz Merkels ihr konservatives Profil so weit verloren, dass sie mit einem Wechsel an der Führungsspitze der Partei das gar nicht zurückgewinnen können. Wenn Sie für konservative Werte eine geeignete Partei suchen im Deutschland 2018, dann finden Sie die Alternative für Deutschland, aber keine weitere Partei. Die CDU ist eine durch und durch sozialdemokratisierte Partei. Daran wird weder Herr Merz noch Frau Kramp-Karrenbauer noch Herr Spahn in kurzer Frist irgendetwas ändern können. Schauen wir mal, wie es dann am 8. Dezember weitergeht. Herr Meuthen, vielen Dank für dieses Gespräch. Danke, dass Sie bei uns waren. Sehr gern. So, und wir wollen jetzt noch mal darauf schauen. Klausurtagung der CDU ist beendet. 12 Bewerber gibt es mittlerweile für den CDU-Parteivorsitz. Die Kanzlerin sagt, sie kann mit allen danach weiter zusammenarbeiten. Und wir haben hier die Zusammenfassung, was da sonst noch gesagt wurde. Auch an Tag 2 der CDU-Klausur gibt es viel zu besprechen. Schließlich geht es um die Zukunft der Partei mit einer neuen Person an der Spitze. 12 Parteimitglieder bewerben sich inzwischen um den Vorsitz. Die prominentesten: Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz, CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer und Gesundheitsminister Jens Spahn.
Ich habe zum Beispiel auch im Angebot, dass ich als Abgeordneter im Bundestag reden kann, dass die CDU auch im Bundestag in den Debatten dann präsent sein kann weiterhin, dass ich als Minister in der Regierung aktiv Bundespolitik gestalten kann. Die Kandidaten sollen sich in 8 bis 9 Regionalkonferenzen der Parteibasis vorstellen, bevor die Delegierten im Dezember die neue Spitze küren. Transparent, offen und demokratisch solle er sein, der innerparteiliche Wahlkampf. Wir als Christdemokraten nutzen und werden diese Chance nutzen, bin ich mir sicher. Und wir sollten sie richtig nutzen, dass am Ende es kein Gegeneinander ist, sondern ein Miteinander. Je nachdem, wer die CDU künftig führt, könnte die Partei nach rechts rücken. Eine Gefahr für die Zusammenarbeit mit der SPD sieht die Kanzlerin aber nicht. Es gibt die gemeinsame Überzeugung, dass wir auf der Basis des Koalitionsvertrages die Bundesregierung weiterführen werden. Und das ist, glaube ich, eine Botschaft, die wichtig ist, aber die eben auch Sorgen jedenfalls kleiner machen kann. Der Neustart in der CDU könnte auch der Großen Koalition zu frischem Wind verhelfen oder ihr Ende bedeuten. Das und viele weitere Themen finden Sie auch auf unserer Homepage welt.de. Bis nachher.